Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich habe jetzt einen Krampf im Arm, in der Hand, weil ich gerade alles aufgeschrieben habe, was wir brauchen für die nächste Challenge. Und das ist das, das und das. Ja, wir haben viel vor. Wir müssen aber erstmal nach Hause und da können wir auch direkt ein paar Sachen erledigen. Und gleichzeitig werden wir uns mit Munition ausrüsten, weil wir haben eigentlich gar nichts mehr. Ich fürchte, ich werde in der nächsten Folge eine Eisenschmiede plündern. Also eine Werkstatt. Ich werde eine Werkstatt aufsuchen, wo es Eisen gibt. Dann müssen wir Eisen farmen, das geht nicht anders. So, hey! Nee, oder? Ach, ich wollte schon sagen. Den hier brauchen wir. Das hier ist nämlich Aluminium. Und davon müssen wir ein Foto schießen. Es geht nicht um... Okay, es geht um die großen Vorkommen, nicht um die kleinen. Alles klar, gut. Ja, gut, danke, dass ich mein Foto jetzt gerade verschwendet habe. Das fühlt sich gut an. Jedenfalls werden wir die heutige Folge höchstwahrscheinlich hier drin verbringen, zu Hause. Um einiges klarzustellen, alles fertig zu machen. Als allererstes, ich habe es euch ja mal versprochen. Ja, wieso docke ich mich eigentlich überhaupt? Lagern wir die hier ein. Blaupause zum Bauen wechseln. Kann die gar nicht einlagern, oder? Man kann die nicht einlagern. Es labert hier. Ich kann sie verwerten, ja. Kriege einen Tater und einen Unverarbeiter. Ah, wenn ich sie verwerte, kann ich sie wieder aufbauen oder was? Probieren wir es mal aus. Verwerten wir mal eine. Und dann... ja. Habe ich gerade am Kinn gekratzt und gemerkt, ich wollte mich noch rasieren. Na, jetzt ist es zu spät. Ja gut, das funktioniert. Da! So, okay, was bist du? Mutterbären. Okay, verwerten wir mal alles hier. Das alles muss weg. Müssen wir es echt nochmal überlegen. Vielleicht ziehe ich nochmal um. Irgendwo, wo wir ein bisschen mehr Platz haben eventuell. Ja, hier ist das so, Man hat allgemein so wenig Platz. Das ist verstörend. Okay. Wo, zu was gehörst du? Bist einfach nur da. Alles klar. Ja gut, dann liegt hier jetzt Mais auf dem Boden. Damit müssen wir leben. Und wir haben hier noch Klingenkorn. So, wir haben hier nämlich etwas. Was ganz Feines. Und zwar, wenn ich es denn finde, ist einfach zu viel. Ah, ich finde das gar nicht mehr. Achso, das habe ich unter Herstellen gemacht, ne? Da, wir müssen nämlich Mais anpflanzen. Und dich müssen wir auch reparieren, ne? Ach doch, nein, 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 so nicht. Bin ich jetzt doof? Kann man das nicht... Kann man kaputte Sachen vielleicht gar nicht einlagern oder bin ich jetzt blöd? Machen wir es so. Okay, so. Ich glaube, wir bauen das hier einfach alles auf. Gut, wir fangen an mit der Tato. Jetzt habe ich sie da hinten hingepackt, ne? Ja, ich komme. Tato, lauf nicht weg. Ich hole dich ab. Alles ist gut. So. Backen wir einfach mal hier alles hin. Ich würde am liebsten hier alles anpflanzen, weil hier ist alles schön gerade und toll und oh. Nicht so wie hier, dieser Dreck. Wo du kaum was platzieren kannst. Naja. Gegenstand kann nicht platziert werden, braucht nur... Ja, was ist denn das hier auf dem Boden, hä? Ist das eine Unterlage oder nicht? Nein, ich laufe auf der Luft. Ach komm! Ach, geh doch kacken, ey, ganz ehrlich. Dann gehen wir in die Richtung. Scheiß drauf. Hast du gehört, Bethesda, geh kacken.
Halt, bist du kaputt? Nein, alles gut. Ist nur noch nichts angepflanzt worden, okay. Wie viel Tartos mussten wir? Hab ich das. Das habe ich wahrscheinlich nicht mit aufgeschrieben, ne? Ha! Gartenbau! Tato! Wo bist du? Da haben wir den ersten schon mal abgegrast, Tato. Wunderschön. Versuchen wir mal so eng wie möglich zu bauen. War das eng genug? Alles klar, dann nehmen wir nochmal kurz die Tato hier mit, die gerade gewachsen ist. Damit es wenigstens gut aussieht. Wir haben jetzt zwei Pflanzen in einer. Passiert. So. Dann Klingenkorn. Das packe ich aber da hinten hin. Eins. Zwei. Drei. So, Klingenkorn. Easy. Klingenkorn auch erledigt. So soll es doch sein. So. Butterbeeren. Haben wir sechs Stück. Ja, sechs Stück platzieren wir auch. Geht das auch ineinander? Das wäre so toll. So, Mutterbeeren erledigt. So, Mais. Der gute alte Mais, den packen wir mal auf die andere Seite. Hallo? Willst du nicht mitkommen? Das ist ein Bug oder so, keine Ahnung. Wenn ich auf den linken Bumper drücke, dann bleibt es hängen irgendwie. Das ist ja crazy. Muss ich mal versuchen, damit zu bauen. Ah, das sieht übrigens auch wunderschön aus. So. Passt, Nachtfeuer. Wenn ich jetzt die Taste drücke, damit es hängen bleibt. So. Passiert einfach nichts. Ah, wir haben zwei Varianten. Ja, das unterscheidet sich tierisch. Alles klar, jetzt verstehe ich den Knopf. Mais-Check. Mais, so. Haben wir noch irgendwas dabei, was wir bauen können? Ach so, ah. Ach, das macht die Taste. Ach, jetzt weiß ich, was die Taste macht. Alles klar. Gut, das erklärt einiges. Kürzlich. Ah. Das muss ich jetzt nicht weiter erläutern, wie dumm ich bin. Ihr wisst selber, wie dumm ich bin. So. Ich finde den Reiter nicht für die Pflanzen. Scheiß drauf. So, wir haben auf jeden Fall schon ein bisschen was geschafft. Sonstiges. Verdammt. Ich muss eine Sache noch finden. Es tut mir so leid, dass ich hier so rumhänge und einfach nichts finde. Hä? Stühle, Betten, Geräte, Ressourcen. Da. Achso, ich brauche vier Klingenkorn. Ja. So viel dazu. Na gut. Machen wir direkt weiter. Wir holen uns mal unser Blei ab und unser... Wieso ist hier kein Wasser? Hast du etwa keinen Strom? Wieso zum Teufel? Doch, du hast Strom. Locker hast du Strom, der verarscht mich. So, kann man Sachen nicht mehr einlagern oder bin ich... Das ist blöd. Ich glaube, die haben das einfach nur weggemacht, dass man kaputte Sachen nicht mehr einlagern kann. So, wir brauchen nämlich noch... da ist das doch! Ich hab's gefunden, Leute! Yeah! Oh, okay, das müssen wir, dann müssen wir uns durch die Blaupause organisieren. Ich weiß auch, wo es ist. Aber zuerst Geschützturm. So, bauen wir hier einen neuen Geschützturm hin. Boom! Geschützturm suchen. Okay. Gehen wir rein und stellen erstmal ein bisschen Munition her. Oh, Jungs. Das wird noch richtig lästig hier. Der wird noch wirklich lästig. So, haben wir Waffen zum Auseinanderbauen? Ja. Eins, zwei, drei. Dich muss ich behalten.
4, 5, 6, 7. Hallo? Ich sollte Waffen verwerten. Hab's getan. Hab's getan, Leute. Das muss ich mir nochmal raussuchen. Irgendwas stimmt da nicht. Na gut. Munition. Wir müssen auch noch irgendwie 50 Film herstellen. Munition, Kamera. Ich brauche Kleber, habe ich. Okay. 50 Stück, das heißt... Verdammt, ich muss 5-mal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Leute. So. Habe ich durchgestrichen. Hat ein bisschen länger gedauert, bis ich es gefunden habe. Dann brauchen wir Munition für uns selber. Was brauchen wir überhaupt? Ja. Ja. Danke. So. Waffen. Und zwar, dich muss ich erstmal Favoriten setzen. Kriegstrommel ist ja eigentlich eine Trommel, die modifiziert worden ist, ne? Das heißt, es ist ein Instrument. Und damit sollte ich nämlich später welche töten. So. Munition für Pfeifen im Dunkeln. Das ist die 5,56. Und ja, 5 mm. Alles klar. 5,56 und 5 mm. Wir haben nicht mehr viel Stahl. 1, 2, 3, 4. Und jetzt noch einmal 5 mm. So. Mehr haben wir nicht, deswegen müssen wir uns unbedingt Eisen organisieren. Okay, verarsch mich ruhig. Er hat mir Folgendes vorgestellt. Wir haben hier einen Haufen Dinge, die wir besuchen müssen. Wir werden diese Scheiße besuchen und gucken, ob wir die Liste dadurch schon minimieren können. Das ist der Plan. Zudem haben wir ja noch unser Kaulquappending. Wir wollen jetzt erstmal, eigentlich wollten wir jetzt zuerst das Kaulquappending fertig machen. Und da fehlt halt wirklich noch ein bisschen, Mann. Was? Ja gut, beschaffe einen Mottenmannflügel. Keine Ahnung, wie man den kriegt. Boah, ich habe ja euch ja gefragt, ob ihr einen Mottenmannflügel bekommen habt. Nein, habt ihr nicht. Gibt's anscheinend nicht. Red Skorpion müssen wir noch ein Foto schießen. Kochen. Da ist noch ganz viel zu kochen. Ich muss S'mores kochen. Das passt eigentlich perfekt. Weil wenn ich S'mores koche, kann ich gleich drei Dinge auf einmal abarbeiten. Geil. Kriegkunde. Froschhabitat. So, das kriegen wir auch noch hin. Majolok Jäger. Ich habe tatsächlich noch kein Fotoskopium gemacht, ne? Egal. Kriegen wir auch noch hin. Hackettische Terminals ein. Und diverse Sachen herstellen. Stimpak Dufursor soll ich bei anderen gucken, ob sie das anbieten. Lege die Schwimmprüfung für Pfadfinderpioniere am Spruce-Knopfsee ab. Das werden wir, glaube ich, jetzt allererstes machen. Melke erfolgreich ein Brahmin. Ja, das müssen wir zwischendurch machen. Kaninchen. Da müssen wir eh einige töten. Ja, und dann haben wir es schon. Ja, eigentlich ist das nicht mehr viel. Mottmannflügel wird für höchstwahrscheinlich das schwerste sein. Gibt es hier irgendein Event oder so? Ansonsten würde ich jetzt kurz noch zu Hause ein bisschen was machen. Der Bote... Starte Poseidon neu. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein Kraftwerk neu starten. Poseidon haben wir schon gemacht. Ich würde halt gerne wirklich eins der anderen beiden gerne mal neu starten, weil wir die noch nicht gemacht haben. So viel dazu. Okay, wir müssen eine Tonne herstellen. Wir haben Gleisbolzen, die wir wahrscheinlich nicht mal herstellen können, weil uns das Stahl fehlt. Ja. Ich würde auch gerne kurz was gucken. Verwerte eine schwere Waffe war das. Ja gut, dann es erklärt einiges. Ich weiß, wo wir eine schwere Waffe herbekommen. Das Schöne ist, immer wenn ich mich einlogge, können wir quasi eine schwere Waffe easy verwerten. Indem wir einmal kurz hier hochlaufen und den Schlüssel da oben holen. Und dann laufen wir halt hier hoch, schnappen uns die Kaliber 50 und dann laufen wir einfach wieder zurück. Ich meine, das wird sowieso ein paar Wochen dauern, bis wir das abgearbeitet haben, die Liste. Von daher
Passt das schon. Und ich muss auf jeden Fall Ressourcen sammeln, um diese anzupflanzen bei mir. Und Feldfrüchte muss ich ernten. Ich weiß, ich glaube, eine Rußblume ist keine Feldfrucht, oder? Ich bezweifle es mal stark. Aber das kriegen wir easy hin, indem wir unseren eigenen Garten plündern. Guck mal, ist alles schon gewachsen. Gib mir die Tatos. Ja gut, der will nicht. Dann halt nicht. So, und dann verwerten wir die Scheiße hier und dann ist gut. Hier. Boom. Jetzt müsste da 1 von 5 stehen. Ich gucke jetzt nicht nach, das ist mir jetzt toll. Also gut. Wir gehen mal an den Anfang der Liste. Also das ist der hier. So, wir müssen herstellen Fuchs-Trockenfleisch. Ich bezweifle, dass ich das hinkriege jetzt. Eine Mini-Atombombe. Eine Mini-Atombombe. Dafür müssen wir hier hin, ne? Können wir die denn schon herstellen? Ich brauche den Baseball. Für Suche markieren. So, wir müssen herstellen. Ein Molotow-Cocktail. Eine Baseball-Granate. War da auch eine Splittergranate dabei? Ich glaube auch. Molotow, Plasma, Impuls. Ich krieg ja nicht mal eine Impulsgranate hin. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Läden abklappern, so viel ist klar. Das kann was werden. Naja, dann haben wir hier noch die Kamera. Wir müssen auf jeden Fall noch irgendwie unsere Kamera modifizieren. Fragt mich nicht. Warum? Super, jetzt fehlt mir das Aluminium. Aber egal, Kamera haben wir durch. Easy. Wo ist das Drecksvieh? Kamera. Zack. So, easy going. Okay, jetzt brauche ich Aluminium. Aber wir können ja ein bisschen was schmelzen. Stahl haben wir auch noch ein bisschen. Nice. Okay. So. Jetzt gehen wir wieder hier hin. Also das wird eine Tüdelei hier. Junge, ey. Puh. Ah. Es hat so viele Ressourcen verschluckt. Das ist so erbärmlich. Ah, egal, wir haben es geschafft. So, was haben wir hier noch? Ja, wir müssen... Das können wir später machen. Baseballgranate kriegen wir eh nicht hin. Serum. Da. Wir müssen... Wo ist unser Generator? Da ist unser Generator. Als allererstes Foto. Ich sag mal, verarscht du mich, Spiel? Ey, du musst ein verdammtes Foto von dem Generator schießen. Aber 100 pro. Augenbot. Da, Generator, Foto. Was zum Teufel ist das? Hä? Ist das kein Generator oder was? Ja, ich sollte noch einen Generator bauen, stimmt. Ich habe gerade überlegt, was soll der Scheiß jetzt. Aber Generator muss ich bauen. Und dann ein Foto davon schießen. Ah. Sehr schön. Ah. Ich hab Spaß. So, jetzt kann ich es einlagern. Tatsächlich. Okay, Dinge, die kaputt sind, kann man nicht einlagern. Was würde es mich denn kosten, alles zu reparieren? Du kannst nichts reparieren, achso. Alles, was reparierbar war, ist repariert. Okay, wir müssen einen Rucksack herstellen. Ich hoffe, wir haben jetzt genug Leder. So, wo war der Rucksack hier? Erstmal müssen wir zu unserem Schrott. Ich frage mich, ob wir dadurch jetzt genug Leder haben. 4. Stoff. Geld gibt mir so viel Stoff? Alles klar, das. Obwohl ich brauche Leder und kein Stoff, ne? Ich weiß es nicht. Jetzt fehlt mir Stahl.
Klassiker. Der verdammte Klassiker. Ja, komm, ich will da nicht rein. So. Oh, wir müssen so viel machen. Wir müssen auf. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Schwere Waffen, Wurfer, Werfer, Nahkampf, Klingen. Da. Wir müssen ein Schwert herstellen. Ist eine Machete ein Schwert? Ich weiß nicht, was ich machen kann. Schwert von Bastet. Na ja, gut, das können wir vergessen. Dönermesser ist doch ein Schwert, oder? Wir machen mal Stufe 1. Ach, verdammt. Okay. Es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Na ja, gut, Ressourcen verschwendet. Geil. Läuft bei mir. Gut. Wir müssen zuerst die kleinen Dinge machen. Ich weiß, es ist jetzt nicht besonders aufregend, aber ich möchte, dass ihr seht, was man alles machen muss, um ja, das Ganze fertig zu kriegen. Stromanschlüsse. Bumm. Einen Leuchtkörper müssen wir herstellen. Ich meine, hier könnten wir bestimmt noch, zu Hause könnten wir bestimmt eine Lampe gebrauchen, ne? Ich habe keinen Bock, jetzt Leitung zu verlegen. Wir packen das hier an die Wand. Wir packen das hier einfach an die Wand. So. Lichter. So. Hier, komm. Kriegst ein Licht. So, Leuchtkörper. Easy. So. Das Schöne ist, ich weiß nicht, ich finde das übrigens zum Kotzen, dass der ganze Scheiß mit diesen ganzen Challenges erst so spät ins Spiel ist. Weißt du, du bist durch mit dem Spiel und da kommt dann eine Challenge mit 1 Milliarde Dingen, die du alle schon gemacht hast. Weißt du, fast alle. Die du fast alle schon gemacht hast, weißt du? Und dann denkst du, ja cool, ich habe hier jetzt meine komplette Werkstatt hingebaut, aber es ist für den Arsch, weil ich die nochmal bauen muss. Oder zumindest einlagern. Ach, den kann ich einlagern, ja. Lagern. Okay. Gelagert. Ah, das zählt nicht mal. Das zählt nicht mal. Nee, oder? Wo ist der Scheiß? Geh gleich zu Bethesda und dann gibt's euch richtig Fratzengeballer. Ich dreh durch. Ich dreh hier einfach nur noch durch. Wozu habe ich diese verdammte Liste gemacht, wenn ich nichts wiederfinde? Was hat das für einen Sinn? Also. Ich find's nicht. Habe ich mir das ausgedacht? Habe ich irgendwie Halluzinationen? Ach, Rüstwerkstatt, okay. Dann lagern wir die halt ein. Leck mich. Weißt du was, leck mich fett, Bethesda. Dann nehmen wir es halt auseinander in den nächsten Folgen. Ja, cool, den müssen wir auch nochmal bauen. Nehmen wir es auseinander und dann freuen wir uns einen Keks. Weil diesen Scheiß müssen wir auch wieder hinbauen. Wo ist der? Hä? Oder findest du ihn nicht mal wieder? Oder war das irgendwas Einzigartiges? Doch, da ist es doch. Das hab ich da nicht hingebaut. Okay, wir müssen die Blaupause finden. Ist egal. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Wir müssen den eh ja nochmal hinbauen. Dann kriegen wir noch ein hübsches Radio hier auf unser Tresor rauf, damit sie wieder genervt sind. So. Radio. So. Ich möchte übrigens erwähnen, dass wir ein verdammtes Klavier bauen müssen. Ein Klavier. Was haben wir hier noch? Lagerfeuer. Zählt das als Licht? Als Schutz? Was ist ein verdammtes Lagerfeuer? Was ist ein verdammtes Lagerfeuer, Leute? Ich weiß nicht, was ein verdammtes... Ich weiß natürlich, was ein Lagerfeuer ist. Verhaltet mich jetzt nicht für dumm, ne? Aber... Wieso Lagerfeuer? Ich wüsste nicht mal, wo ich das finde. Ich
könnte mir vorstellen, dass es unter Bodendekor ist. Ach, ich kann das hier mittlerweile bauen. Reines Flur. Ja, cool. Ja, das werde ich auf jeden Fall demnächst finden. Ressourcen. Wasser, Nahrung, Lichter. Ah, Licht. Kann ich das hier aufbauen? Ja. Oh. Wir haben Lagerfeuer. Oh. So. Was steht jetzt an? Dinge, die Zero erstmal suchen muss. Das ist auch nicht schlecht. Haben wir die Möglichkeit, ein Zelt zu bauen? Zelt. Ja, gut. Ich hab doch hier das hier. Das ist Camping-Scheiße. Okay. Wir müssen dafür erstmal eine Blaupause finden. So, ich überfliege das jetzt mal ganz kurz und gucke, ob wir noch irgendwas hinkriegen können. Ich glaube, soweit ist alles geklärt, ne? Ich weiß jetzt nicht, wo sie hier die Musikinstrumente sind, aber ich bin mal ganz ehrlich und sag, ich habe eigentlich keinen Bock danach zu suchen. Ich weiß nicht, wie viel da wieder nochmal. Ich glaube, 5 Stück davon muss ich aufbauen. Nice. Ich weiß nicht, ob die unique sein müssen. 2, 3. Ja, cool. Hey, steht's auch 3-mal. Na gut, jetzt haben wir ein paar Kackbratzen hier an der Wand hängen. Ich wünschte, ich hätte der andere gebaut. Ach, da haben wir auch noch einen. Hier, da, die Blähfliege. Zack, aber was haben wir noch hier? Redhirsch. Wolf. Fliege haben wir noch nicht. Da fehlt uns eine Menge noch. Naja. Ich würde sagen, wir entfernen mal die 1 Milliarde Kackbratzen, ja. So, aber die 2 hier vorne können stehen bleiben. Das hat doch was. Es ist die Höhle der Kackbratzen. Die ist so voll, dass sie schon nach draußen hängen. So, ist mein Mais auch gewachsen, dann könnte ich schon ein bisschen was herstellen an Kleber, ne? Weil Kleber kann man nie genug haben. Nö. Doch. Die verarschen einen hier, weißt du, hier ist offensichtlich Mais, aber du kannst es nicht ernten, weil es ja eigentlich gar nicht da ist. So. Gucken wir mal, was wir hier so an Essen haben. Abgekochtes Wasser. Davon müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Hallo? Was geht hier ab? Stecke deine Powerrüstung, was ist denn los mit dir? Oh, schön. Okay. So, ich wollte gucken, wir müssen noch ein bisschen was zu essen herstellen und ich möchte gucken, ob wir das haben. So, wir brauchen Fleisch. Fuchstrockenfleisch. Oh, easy. Das haben wir. Okay. Herstellen. Huch. Fernö, ich bin gleich schon wieder weg. Die Folge ist eigentlich vorbei. Sorry. Ja, ich würde sagen, Fuchsfleisch geht auf jeden Fall schon mal klar. Müssen wir großartig was anderes noch zu essen herstellen? Ja, eigentlich sonst nur noch
Das, was uns die anderen sagen, da. Dann müssen wir gucken. Wir können auf jeden Fall sehr viel herstellen. Könnte sein, dass wir alles schon haben. Ne? Wir müssen auf jeden Fall hier noch ein bisschen was herstellen. Es vergammelt aber so schnell, dass ich es einfach nicht hinkriege. Na gut, Freunde, ich würde sagen, dann gehen wir morgen einfach mal direkt los und klappern mal die Sehenswürdigkeiten ab. Also wir klappern sie jetzt nicht ab, wir werden jetzt nicht einfach von Ort zu Ort schnell reisen. Da, wo wir ankommen, das werden wir auch kurz untersuchen, gucken, ob wir da irgendwas für die Liste finden. Das ist der Plan. Ich werde dich jetzt befreien, Fenrir. So, ich muss weg. Tschüss. Ciao. So, Freunde, euch auch. Noch einen schönen Abend. Ciao.